Im sechsten Kapitel soll es auch wieder um Verteidigungstechniken des Turmes gehen. Naja, Verteidigung, Sie ahnen es schon. Aktivität wird in der Regel das Hauptstichwort sein. Und da versuchen Sie direkt selbst zu lösen. Roberto Grau, Luis Argentino Palau, Buenos Aires 1939, Schwarz zieht und remisiert. Lösen Sie das selbst, das ist auch wieder ganz zentral. Das ist ganz wichtig. Worum geht es vor allem in Turmenspielen? Und hier konkret. Der Turm muss aktiviert werden. Das ist das A und das O. Turm G5 Schach und Turm A5. Und Remis ist die Partie. Einen so aktiven Turm kann man natürlich nicht besiegen. Man hat jetzt die Schwäche F7 über Bord geworfen, aber dafür den Angreifer komplett an seine Schwächen angeklebt. Es kommt Weiß da nicht weg. Wenn der Turm, wenn der F-Bauer verloren geht, gut, dann ist er total Remis und auch der König kommt vom E-Bauer nicht recht weg. Außerdem braucht ja der weiße König auch immer Schutzschilde. Schwarz hat ja genug Schachdistanz, um da am Fühlen. Da ist nichts mehr zu machen. Ja, Turm G8 wäre dagegen nicht richtig. Es ist nicht ganz so leicht, aber es fühlt sich auch irgendwie wieder nicht richtig an. Ob es jetzt gerade noch Remis wäre oder schon verloren, gut, ist natürlich ohne Computer am Brett wieder nicht so leicht zu klären. Es ist wohl verloren hier. Aber gut. Aber es fühlt sich auch irgendwie nicht ganz richtig an. Weiß ja der verbundene Freiborn, die bilden hier mobile verbundene Freiborn, die bilden immer ein recht hohes Gewinnpotenzial. Und es scheint hier für Weiß eben gerade alles noch zu passen. Und Weiß gewinnt. In der Partie folgt hier nicht Turm A5, sondern König G6. Und auch hier, jetzt steht man sich gerade so unglücklich im Weg. Da der schwarze Turm, der hat irgendwie nicht das volle Leistungsvermögen hier. Und außerdem steht man sich so komisch auf den Socken und es drohen immer wieder Abwicklungen in ein Bauernendspiel. Und im Bauernendspiel haben natürlich eine viel geringere Remisbreite als Turmenspiele. Viel geringer. Das spielt in einer ganz anderen Liga. Ja, weicht im Bauernendspiel aus, aber die Strafe lautet dann Durchbruch. Schwarz ist einfach noch zu weit hinten, um wirklich Remis halten zu können. Ja, das geht natürlich nicht. Zumal auch Pattverteidigung ausscheiden, weil der eigene F-Bauer das aufhebt. Und daher hatte Luis Argentino Palau genug gesehen und gab auf. Aktivität des Turmes ist oft das A und das O in Turmenspielen. Und hier kam es gar nicht sehr auf das Material an, sondern der F7, der störte da eher nur. Den konnte man hier mit Turm A5 ruhig über Bord werfen, um dafür alle Kräfte zu aktivieren. Und das verdreht dann die Rollen. Das Weiß am Ende selbst passiv. Nur dass Weiß dieses Gewinnkonzept natürlich nicht fahren kann. Weiß kann ich einfach seinen F6 über Bord werfen, um den Turm wieder aktiv zu machen. Das kostet einfach viel zu viel Gewinnpotenzial.